Der nächste Anwärter auf den europäischen Fußballthron ist aus dem Rennen. Paris Saint-Germain ist überraschend im Champions-League-Achtelfinale gescheitert. Das Team von Trainer Thomas Tuchel verlor am Mittwochabend zu Hause gegen Manchester United. Dabei waren die Gäste aus England mit einem 2:0 Rückstand aus dem Hinspiel nach Paris gereist. Im Parc des Princes-Stadion gelang dem Team von Trainer Ole Gunnar Solskjaer dann ein sensationeller 1:3 Auswärtssieg. Wir hatten einen Plan. Es ging nicht darum, den Ball zu bekommen und sie dann auszuspielen. Denn wenn man diesem Team um Mbappé zu viel Zeit und Raum gibt, geht es gleich durch. Sie haben es ja in der ersten Halbzeit gesehen, als wir ein paar Schwächen in der Defensive hatten. Der Plan war, das erste Tor zu machen und dann bis 5 oder 10 Minuten vor Schluss im Spiel zu bleiben. Und das haben wir geschafft. PSG-Trainer Tuchel zeigte sich nach dem Spiel tief enttäuscht. Es ist absolut furchtbar und grausam für uns. Wir können uns nicht einfach den Mund abwischen und sagen, okay, sowas passiert halt in einem von 100 Spielen. Denn wir sind jetzt raus aus dem Turnier und haben es nicht verdient, über diesen 180 Minuten zu scheitern. Überhaupt nicht. Ja, was soll ich sagen? Es macht es nicht leichter. Es ist schon eine große Enttäuschung. In mehr als 100 Champions-League-Spielen war es noch keinem Club gelungen, eine 2:0 Heimniederlage im Rückspiel einer K.O.-Runde umzudrehen und den Gegner aus dem Turnier zu kicken.